Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Weiche Ware Quick Bytes. Wer sich mit dem Thema Gründung beschäftigt oder selbst in ein Startup involviert ist, hat den Begriff Pivot sicher schon einmal gehört. Aber was bedeutet er wirklich und warum ist er so wichtig für Startups? Weiche Ware. Quick Bytes. Digitalitessen mundgerecht serviert. Beginnen wir mit dem Grundlegenden. Ein Pivot ist eine strategische Entscheidung. Das Startup ändert seinen Kurs. Warum? Weil der ursprüngliche Plan vielleicht nicht so funktioniert, wie erhofft. Marktbedingungen ändern sich, Kundenwünsche entwickeln sich weiter, neue Technologien kommen auf. Startups müssen flexibel bleiben. Sie müssen bereit sein, sich anzupassen. Das ist der Kern eines Pivots. Ein klassisches Beispiel? Nehmen wir Twitter. Twitter begann als eine Podcast-Plattform namens Odeo. Als iTunes-Podcasting startete, sah Odeo seine Zukunft gefährdet. Sie mussten handeln. Sie mussten pivotieren. Das Ergebnis? Ein Fokuswechsel zu einer Plattform für Microblogging. Mittlerweile wurde Twitter sogar ein zweites Mal pivotiert und heißt jetzt X. Ob das ein erfolgreicher Wandel war, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ein weiteres Beispiel für ein erfolgreiches Pivot ist PayPal. Ursprünglich wurde das Unternehmen unter dem Namen Confinity gegründet, mit dem Ziel, Sicherheitssoftware für Handheld-Geräte zu entwickeln. Das Konzept fand jedoch nicht genug Anklang am Markt. Die Gründer erkannten das Potenzial im digitalen Zahlungsverkehr und eine strategische Neuausrichtung führte dazu, dass PayPal zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Online-Zahlungsabwicklung wurde. Ein Pivot kann alles Mögliche bedeuten. Vielleicht ändert ein Startup sein Produkt. Vielleicht zielt es auf eine andere Kundengruppe ab. Vielleicht ändert es sein Geschäftsmodell komplett. Der Schlüssel liegt darin, nicht starr an einem Plan festzuhalten, der nicht funktioniert. Aber wie entscheidet ein Startup, dass es Zeit für einen Pivot ist? Oft kommt die Erkenntnis durch Feedback. Kundenfeedback ist Gold wert. Startups müssen zuhören. Sie müssen bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Auch Daten spielen eine große Rolle. Daten zeigen, was funktioniert und was nicht. Sie bieten eine Basis für Entscheidungen. Ein Pivot ist also nicht einfach eine Veränderung. Es ist eine gezielte Anpassung und letztendlich ein Zeichen von Stärke. Es zeigt, dass ein Startup lebensfähig bleiben will.